Louis, in der Pension hat man Zeit, oder? Eben nicht, Louis, ich muss üben. Komm. Also gut, dann mach los. Ja, er muss anfangen. Gut, okay. Ja, sie muss anfangen. Wer muss anfangen? Sie. Das Gerücht geht um im ganzen Land. Welches Gerücht? Das ist noch unklar. Aber 15 Mal tischen die Gerüchteküche auf und der Wirt ist der Stefan Wildhaber mit seiner Truppe. Stefan, sie sind locker auf Weg und sie sagen alle, du hast ein super Stück geschrieben und man darf auch noch singen. Ja, selbstverständlich. Man darf singen, wie man will. Nein, man muss es auch singen, wie der Komponist geschrieben hat, natürlich. Wann schreibst du den Stück? Wie kommst du denn drauf? In der Nacht oder wie? Weil wenn du schreibst ein Stück nach dem anderen? Ja, du meinst, die Ideen kommen einem auf dem WC? Ja, zum Beispiel. Ja, du. Nein, nein. Also. Das ist einmal eine Grundidee, die man hat. Und nachher ist es einfach Arbeit. Kannst du etwas sagen zum Stück? Ganz kurz etwas. Ja, du, gell, die Leute ja gerne Geschichten weiterverzählen. Und es fängt an mit einer Begebenheit, die eigentlich gar nichts ist. Und das wird dann ein bisschen aufgebauscht und ein bisschen ergänzt und, bis es eigentlich in Katastrophen führt. Und in dem Moment kippt es und jeder muss wieder zurück buchstabieren und sagt, ja, ich habe nur gehört das. Und der andere hat gesagt, ja, du weißt. Und am Schluss merkt man, es ist gar nichts. Aha. Das Gerücht. Aber apropos Katastrophe, also Theater auf einmal zum anderen, immer etwas anderes, logistischen Aufbau. Gibt es etwa mal auch Theater im Theater? Ja, es gibt so ein bisschen Persiflage, würde ich mal sagen. Sonst Theater im Theater, nein. Also läuft alles rund, mehr oder weniger? Das sagt er nicht. Wir schauen. Du, ich sollte auf der Bühne sein. Gut, okay, dann. Könnten er nur in eine Richtung denken? Also mir geht das fest, kreuz und quer. Hier fällt es mir gerade wieder an die Rülle. Er hat gestern auch wieder Räusch gehabt. Die Technik selber, das Licht bedienen geht noch. Die Herausforderung ist hier vor allem die Logistik, die man machen muss. Mit 16 verschiedenen Spielorten, jedes Mal andere Stromanschlüsse, andere Plätze, die man drauf spielt, dementsprechend die Scheinwerfe jedes Mal anders stellen. Das ist vor allem schon ein bisschen herausfordernd. Die Technik bedienen selber ist nachher da mit was sind es, 9 Scheinwerfer eigentlich nur im Rahmen. Aber gleich immer etwas anderes, gell? Ja, vor allem die Dynamik, die es drin hat. Es ist jedes Mal wieder etwas anderes, egal auf welchem Dorfplatz dass wir sind. Die Stimmung vom Publikum macht es aus und auch die drei von den Schauspielerinnen und Schauspielern vorgehen. Durch da ist jedes Mal ein Stückchen ein bisschen anders. Das Publikum selber merkt es nicht. Ich merke es, wenn ich im Text mitlese, wie gut dass das mal viel drauf sind. Ja, das ist so etwas Spezielles. Es ist einfach schön. Die ganze Stimmung ist schön, wenn du hinkommst. Ganz besonders sind gute Leute dabei. Es ist einfach eine gute Sache. Lohnt sich, um sich ein bisschen einsetzen. So. Gerne übler an Leute. Sind ihr? Ja, ja. Im Wagentheater oder sonst? Nur im Wagentheater. Ah, warum machst du? Sind wir gewöhnlich. Warum machst du mit? Weil es mir Spass macht, zum Theaterlen und singen finde ich schön. Mir gefällt Musik gut. Das ist speziell. Ja, und es ist schön so in der Gruppe. So. Hey, wir hätten so einfach einen Piff heute. Das ist glaube ich noch ein Teamwork hier. He? Ja, ja. Ist das ein Liebhaber im Stück? Nein, nicht der. Aha. Einen anderen habe ich. Ja, das ist auch schön, gell? Kann man mal etwas spielen, was man sonst nicht kann. Genau. Du klebst dumm an, wenn du bei der Frau vorbeigehst, dann pfeifst du, Evi. Ja, Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Bist du nervös? Bitz vielleicht schon. Bist du fast ins Wesen gestolpert, Pfarrer? Nein, das gehört zu meinem Auftritt. Du bist kein Liebhaber, gell? Schon noch ein bisschen. Schon? Ich denke es. Ein Schweichaugen? Sepp wiederum nicht. Nicht? Nein, gar nicht. Was bist denn du im Stuck? Ja, ein herzenslieber alter Kerli, der gerne ein bisschen Eis über den Durst trinkt, das, was er gehört, vertrüllt und ein Geschichtchen daraus macht. Jetzt bist du schnell am Lernen, gell? Ja, nein, nur vergewissern, was wir können sagen können. Machst du es noch Stefan oder frei erfinden? Immer noch Stefan. Gut, okay. Was für eine Rolle hast du?
Der Gemeindepräsident. Da habe ich gerade gedacht. He. Aha. Und gut. Dann, weißt du, hat mir etwas zeigen da als Gemeindepräsident? Ja, oder? Eigentlich schon. Wenn man da wäre schon. Und ich wette, dass wir das so herbringen, dass auch in Zukunft grosse Impulse von diesem Anlass ausgehen werden. Und denkt dran, es werden sehr viele Leute aus Politik, Wirtschaft, Sport und auch Kultur bei uns teilnehmen. Und ich wette, dass alle und ihr auch sich noch möglichst lange an unser grosses Fest erinnern können. Das gibt ein Fest. Bist du nervös? Ja, schon ein bisschen. Was hast du da mit dem Karren? Was ich bin der dem? Einzige, der arbeitet, mit meinen Kollegen. Wir sind Handwerker, weißt du? Wir haben keine Zeit, mit denen zu schnurren. Wir müssen jetzt drauf. Oh. Wir müssen das Zelt aufstellen und alles. Wir haben einen riesen Stress. Dann los! Frag mal den Pöli, der hat jetzt keine Zeit. Voll parat, oder? Jetzt, wir müssen eigentlich schon fast loslaufen. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest für Gross und Klein. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest mit süßem Wein. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest und alles lacht. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest bis tief in die Nacht. Machen's Tanzen durch, verraten trinken, fahren auf, flappen schöne Blumen, hört zum Schmücken jedes Haus. Und dann also, machst du wieder die Hosen rein? Ich gehe nicht an, ich habe nur gegessen. Ja, musst du den Bauch sind wir nervös? Nein. Komm jetzt, du bist vorher da ein bisschen gestolpert. Ja, das war der. Wohl, ich bin auch gestolpert. Nein. Nervös sind wir dann erst am Freitag. Dann. Aha. Wieso machst du da mit? Was ist das für dich? Ja, Spass, Spannung. Ich war schon letztes Mal dabei gewesen. Und das ist eine schöne Sache. Streng, aber es gibt ein Erlebnis, das bleibt und wo man gerne zurückdenkt. Darum bin ich wieder dabei. Vor 6 Jahren war es auch schon so. Und das Stück gefällt mir. Hat sich der Stefan also wieder ins Zeug geleitet. Also ich finde es gut. Ich finde es super. Der Stefan ist wirklich gut, gell? Er ist immer im Hintergrund, aber er schreibt immer die Stücke, gell? Und setzt sich ein. Unglaublich. Ja, gell? Ich bin ja mit ihm schon bei einem anderen Stück. Bei einer szenischen Spürung, hat er, die er geschrieben hat, dann schon mitgemacht. Das hat mir auch super gut gefallen. Also, er macht es also wirklich gut. Also, was er schreibt, da geht man gerne, also, geht man auch gerne spielen. Hast du ja bei der Wahl keine Chance gegen deinen? Ah, was? Ich kann bloß nicht wählen. Hat der Fuchs auch gesagt, wo ihm die Trauben zu hoch gehangen sind, sie sagen zu. Ah, dann aber schon lieber, ich bin noch nur als so eine sauren Blauburgunder. Ja, genau. Bei dir ist wohl nicht nur das Hörgerät nicht eingestellt. So, und jetzt müssen alle recht brav sein, dass das Wetter auch gut kommt und gut bleibt. Weil es ist wichtig, dass alles bis ins letzte Detail klappt. Der Tisch deckt ist, das Geschirr sauber, Tischtücher glänzen und die Servietten auch parat sind. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest, es gibt ein Fest für Gross und Klein. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest, es gibt ein Fest mit süßem Wein. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest, es gibt ein Fest und alles lacht. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest. Das ist geübt daheim mit Singen, gell? Aber den Text kann ich nicht. Aber so ist es stimmgewaltig und sicher, gell? Ja, probier es. Wir haben als Zuschauer gemietet. Genau. Ich bin erster Zuschauer und muss nachher eine Kritik abgeben. Aber eigentlich bin ich nur der Fahrer und der Bringer und der Gango.
Aber es passt auch. Und bis jetzt? Bist du zufrieden? Ja, ja, tipptopp. Schon ein Stück besser als gestern. Er singt normal fertig singen und dann nachher. Erst setzt ihn ja gerade ein, oder? Ja, wir dann eigentlich ziemlich anschliessen und dann das nächste Stück machen. Also ich schaue einfach auf die Bühne. Können wir das noch mal haben? Ferti! Ja! Fertig. Ja, jetzt ist Ferti wieder da! Ein Riesenstress! Dürfen ihr schon euch gegen das Ende des Stücks anfangen. Es ist ja komisch, wenn ihr eine Gymnastik macht und man ist fertig. Es wirkt ja so schwerfällig. Damenreigen, hockt wieder umeinander. Ihr seid aber da zum Helfen. Habt ihr ja gerade selber gehört. Es gibt noch so einen Haufen zu tun für das Grossfest von Ende Monat. Los, an die Arbeit! Wir sind ja an der Arbeit, siehst du nicht? Ja, am Gefäterlen und am Schmieren sind wir. Es hat ja geheißen, es müsse alles bis ins letzte Detail stimmen. Und geschadet hat sie auch noch nie gut ausgesehen. Das ist der Text auf dem Handy. Verdammt. Ihr meint schon, sie sehen doch ein bisschen besser aus als die anderen, gell? Ja, unbedingt. Okay, unbedingt. Es gibt ein Fest, ein Fest so klein. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest, es gibt ein Fest mit Sesamie. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest und alles macht. Es gibt ein Fest, es gibt ein Fest, es gibt ein Fest, bis tief in die Nacht. Du, jetzt musst du aufpassen. Die jungen Weiber da vorne laufen dir in den Rang ab. Sie haben es schon lang. Meinst du wegen der Co? Ja. Gut. Also ich nicht. Ach, ich habe gespürt. Was hast du? Ich habe gespürt, die Jungen haben kein Geschenk. Ach so. Ich spannte mit meinem Mann. Ist der? Oh, ja, ja. Der richtige Mann. Und ich bin so gut mit ihm und habe das Gefühl, er ist so ein guter. Ich brauche wieder. Nein, ich bin ganz konzentriert. Zu viel geschafft. Ja, ich bin erst vom Arbeiten hoch. Und du hast die ganze Geräte leer gesoffen. Ja. Gell? Wir haben wahnsinnige Durst. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest für Gross und Klein. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Es gibt ein Fest. Der Gefäterl hat er noch schmiert. Der Gefäterl und schmieren, der gefällt dir nicht? Nein, gefällt mir gar nicht. Das ist etwas für die Jungen. Aber du, Stefan, ich glaube, an jedem Ort gibt es einen wirklichen Fest. Das ist ja auch noch möglich, gell? Nach dem Theater gibt es noch ein Fest, oder nicht? Unbedingt. Darum spielen wir ja Theater, dass wir ein Fest machen können. Einer geht noch, einer geht noch rein. Einer geht noch, einer geht noch rein. Aber der Letzte ist im Fall nicht noch ausgesehen. Was hast du? Fertigfest? Fertigfest, jetzt gehe ich liegen. Nein. Ich habe genug von dieser ganzen Geschichte. Hey, der... Selber gelismet? Selber gelismet, jawohl. Extra für das Fest. Warum machst du mit in dem Theater? Weil ich gerne Theater spiele, weil mein ganzes Leben ein Theater ist. Und du spielst ja sonst gerne ein bisschen Theater, ja, gell? Ich spiele sehr gerne Theater, ja. Ich habe es gerne lustig, ich habe gerne Gemütlichkeit, ich habe gerne, dass man die Leute unterhalten kann. Ja, das ist eigentlich mein Ding. In letzter Zeit habe ich ziemlich im Kreuz. Nur von das stehst du aber noch ganz aufrecht rum. Ja, nicht in dem Kreuz. In dem Kreuz am Stammtisch. Aha, das hätte ich mir ja können denken. Aber ist die letzte Nacht passiert? Ja, was? Nämlich Ungottliches. Man kann es darum hoffentlich sagen. Komm, jetzt auch nicht so. Wir kennen es doch gut genug. Wir haben noch nie Geheimnis voreinander. Weißt du, Berti hat es mir selber gesagt.
Jetzt sag schon. Ich bin gespannt, wie es die Drahtseile von einem Gondelibärmli. Aber du darfst es wirklich nie mit dem Weiter verzeihen. Nein, wer kommt ja dazu? Es gibt ein Land, wo das Geld umsonst verdient. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, tralalala, so geht's ab mit den Gerüchten. Hinten rum wird dann geritten. Gerüchte im Sarganserland, beim Wagentheater Sarganserland. Vom 19. August bis zum 16. September habt ihr die Möglichkeit, dem Gerücht nachzugehen. An ganz verschiedenen Spielorten. Manchmal ist es in einem Raum drin, vielfach auf einem Platz, auf einem Dorfplatz oder sonst irgendwo. Ihr könnt selber wählen, aber verpasst es nicht. Wagentheater Sarganserland von Stefan Wildhaber und die Musik von Enrico Lavarini.